Insider des Tages. Ja, Dienstagabend, und Dienstagabend ist bei uns immer Zeit für die Insider. Auch heute wieder drei Insider bei uns zu Gast. Wir sind heute ein bisschen später dran als normalerweise aufgrund des aktuellen Brexit-Votums. Bei uns zu Gast heute der Journalist, langjährige News-Chefredakteur und Herausgeber und Medienberater Peter Pellinger. Hallo. Hallo. Der ehemalige ÖVP-Vizekanzler Erhard Buzek. Grüß Gott. Guten Abend. Und der ehemalige Presse-Chefredakteur und Politblogger mittlerweile, oder sozusagen Blog-Journalist und Blogger Andreas Unterberger. Grüß Gott. Guten Abend. Starten wir vielleicht gleich mit dem ersten Thema, Brexit. Wie gesagt, heute hat in England im britischen Unterhaus das Brexit-Votum stattgefunden. Was man, glaube ich, sagen kann, unabhängig von diesem Votum, ist, es herrscht totales Chaos in England, aber auch in der EU, und kein Mensch weiß, wie es weitergeht. Ich nehme an, die drei Gäste hier auch nicht, aber versuchen wir es zumindest. Wie geht das denn jetzt Richtung März weiter? Wird es bis Ende März irgendeine Form von Deal geben und einen Brexit geben oder nicht? Also nach derzeitigem Stand, wir wissen ja nicht, was in Europa für Optionen noch von Seiten der EU kommen, aber nach all dem, was man hört, wird es keine große Kompromissvariante geben. Das heißt, das Chaos ist schon in England beheimatet, in Großbritannien, um das klar zu sagen. Und die Briten müssen jetzt einmal schauen, wie sie weiter tun. Es gibt aus meiner Sicht drei Optionen. Das eine ist, dass es zu Neuwahlen kommt, also Minderheitenfeststellung sozusagen, Mehrheitsantrag wird, also der Ausspruch der Regierung wird das Misstrauen ausgesprochen, dann Neuwahl, und dann wird man sehen, was dann ist. Das ist wieder was Eigenes. Das zweite ist, dass das Erfreulichste aus meiner Sicht wäre, und das kommt wahrscheinlich nicht, wäre eine zweite Abstimmung. Das ist unwahrscheinlich leider. Und das dritte ist, dass doch irgendwie May so knapp die Niederlage darstellen kann, dass sie bessere Bedingungen aus ihrer Sicht rausholt. Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Also das Wahrscheinlichste ist ein Misstrauensantrag und dann irgendwann einmal Neuwahlen. Ja. Und da ist natürlich dann auch die große Frage, wenn es zu diesen Neuwahlen kommt, wie würden die ausgehen? Habt Labour und Jeremy Corbyn dann die Möglichkeit, sozusagen May zu stürzen und die Tories abzulösen? Wenn wir in der Kaffeesudleserei schon stecken, ist natürlich einmal festzuhalten, dass bei Labour eine unglaubliche Diskrepanz zwischen Corbyn, seiner politischen Haltung zu Europa, der ist ja ein Brexit-Befürworter, und der Mehrheit seiner Partei, die ja gegen den Brexit ist. Also alleine diese Kontroverse, die ja im Schatten einer ähnlichen Kontroverse bei den Tories... Wobei er noch nie dezidiert gesagt hat, dass er Brexit-Befürworter ist. Er laviert sich da immer so das, ein bisschen durch. Ja, aber es, alle britischen Beobachter ordnen ihn dort ein, und ihn interessiert anscheinend der ganze Brexit nicht. Er will nur Neuwahlen, damit er an die Macht kommt. Also ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass sich da bei Labour manches tut, weil Abgeordnete, die für einen Verbleib in Europa sind, wie so irgendwie für einen Premierminister Corbyn vehement und begeistert Wahlkampf machen, ich stelle mir es ein bisschen schwierig vor, aber in der Politik ist ja vielleicht alles möglich. Mhm. Herr Buzek, jetzt sind sich irgendwie eigentlich alle einig, das Beste wäre, wenn Großbritannien doch in der EU bleibt. Es gibt sogar Umfragen, dass die Mehrheit der Briten das mittlerweile so sieht. In der EU sind es ohnehin fast alle so. Ich würde da nicht davon vertrauen. Insofern verstehe ich Theresa May, die sozusagen sagt, bitte, das Volk hat hier entschieden mit einer Mehrheit und sie bleibt einmal dabei. Das ist, muss man mal anerkennen, das ist eigentlich eine sehr demokratische Haltung. Wir haben ja manchmal in Europa, in einzigen Ländern, auch eine Technik, so tun wir so lange abstimmen, bis uns das Ergebnis passt. Also das ist bei einigen EU-Verträgen etwa auch in EU-Mitgliedsländern passiert. Ich halte aber etwas anderes für ungeheuer wichtig. Die Briten machen hier eine historische Erfahrung. Wir machen auch eine historische Erfahrung, dass das Austreten gar nicht so einfach ist. Das hat inzwischen zu einer stärkeren Kohäsion unter den verbleibenden 27 geführt. Das ist ein Ergebnis, das muss nicht immer so bleiben. Aber das Zweite ist, dass natürlich etwas herauskommt, was meines Erachtens auch immer zu gering angesehen wird, nämlich das eigenständige Selbstverständnis
der Inselbewohner. Also sozusagen, sie haben eigentlich mit dem Kontinent nichts zu tun. Und das ist auch eine innere Haltung. Ich habe Freunde in England, die, wenn ich sie frage, na, wann kommt es auf den Kontinent, mir antworten, I'm going to Europe. Also für Engländer ist Europa eigentlich der Kontinent und nicht sie selber. Das ist die eine Erfahrung, die sie auf diese Weise machen. Die zweite Erfahrung halte ich für noch wichtiger. May hat ja am Anfang versucht, quasi das Commonwealth wieder zu beleben. Man muss da so ein Arrangement machen, groß. Sie fuhr nach Indien und der Herr Premier Modi hat sie als erstes gefragt, wie das ist mit der Freizügigkeit der Arbeitskräfte. Also genau das Thema, das zum Brexit geführt hat, nämlich die Möglichkeit nach England zu gehen. Und da musste ich ihm sagen, das geht nicht, weil das haben auch gerade als Problem hier existiert. Und das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, wobei meines Erachtens auch herauskommt, was auch ein bisschen eine Illusion war, dass die Briten immer gehabt haben, naja, also die angloamerikanische Achse. Ne? Also ich glaube, das Anglo ist in dem Sinn hier weg und die Engländer sind quasi auf den alten Kontinent angewiesen und da ist nichts mehr mit den Amerikanern und so weiter. Weil es ja hier und da die These gegeben hat, nur die Engländer so eine Art 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Das ist eine interessante Sache. Das ist ein starkes Land, wirtschaftlich, das soll man nicht unterschätzen. Aber da lernt gerade jemand allein zu sein. Und das ist offensichtlich nicht einfach. Es kommt, glaube ich, noch eine britische Besonderheit dazu. Dass ja das alles stimmt, was jetzt Dr. Bussek als Gesamtbefund gesagt hat. Aber innerhalb Großbritanniens ist das höchst unterschiedlich. Die Schotten sind mit einer relativ klaren Mehrheit für das Verbleiben in der EU gewesen. Die Nordiren sind überhaupt ein eigener Fall, weil die überhaupt alles dran binden, ihre eigene Existenz quasi als Nordirland, dass sie das Verhindern, das Aufmachen, das Weiterbestehen der offenen Grenze zu Irland. Das heißt, dieses Großbritannien ist ja von höchst ein bisschen wackeliger Struktur. Und die Frage ist nicht, ob nicht im Zuge jetzt der jetzigen Abstimmung das Zentrifugalkräfte erweitert. Also dass zum Beispiel die Schotten noch einmal abstimmen und diesmal dann gegen ein Verbleiben in Großbritannien stimmen. Also das sind noch unabwegbare Folgen. Was ein ungeheures Problem für die Europäische Union erzeugt. Ne? Akzeptiert sie diese Ergebnisse und ist bereit, hier aufzumachen. Ne? Katalonien und entsprechende Beispielwirkungen. Ja, sowieso. Das soll man in der Frage selber nicht unterschätzen. Und dann kommt da sicher noch dazu, dass der gewisse Regionalismus, der durch Europa durchgeht, nicht nur Katalonien, sondern dass das zweifellos auch noch verstärkt wird. Also wir haben hier Kräfte, die eigentlich gegeneinander wirken. Auf der einen Seite das Bedürfnis, dass infolge Globalisierung und so weiter es notwendig ist, größere Strukturen zu haben, weil sie existieren. Die Großunternehmen von Amazon bis existieren nicht einfach. Und auf der anderen Seite eine gewisse Tendenz sozusagen, ich möchte da für mich sein. Das ist ja auch unsere Nachbarn in Mitteleuropa, die sagen sozusagen, sie wollen da allein sein und allein bestimmen, was für sie gut ist. Ne? Da haben wir eine Diskussion in Europa, die, glaube ich, von ungeheurer Wichtigkeit ist. Es liegt ein bisschen daran, dass die Gesinnung stärker wird, die in die Richtung zeigt, wie der schöne Wiener Spruch, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Ne? Wir haben jetzt politisch die Tendenz, dass quasi jeder an sich denken will und dass die anderen Sachen nicht mehr so eine Rolle spielen. Dabei sind wir tief betroffen bei Fragen wie Migration und, aber auch Konzernbesteuerung und so weiter. Wie funktioniert das in einem größeren Zusammenhang? Kein direkter Widerspruch, aber ich glaube, wir müssten schon bei aller, ein bisschen Schadenfreude ist bei uns allen da. Die Briten haben sich da jetzt in was hineinmanövriert, wo es nur ganz schwierig herauskommen. Aber ein bisschen müssen wir schon auch fragen, hat die EU denn da keine Fehler gemacht? Und ich sehe Fehler vor dem Referendum und ich sehe einen zweiten Fehler nach dem Referendum. Vor dem Referendum, das natürlich noch dazu überschattet war durch die wenige Monate vorher stattfindende Massenmigration. Die haben auch im Fernsehen gesehen, wie da an der österreichischen Grenze die Migranten einfach die Grenzpolizisten zur Seite schieben, obwohl es um das gar nicht gegangen ist, aber das hat psychologisch gewirkt.
Ich hätte mir schon einen stärkeren Einsatz schon damals, speziell von Herrn Juncker und Frau Merkel, die zwei vielleicht wichtigsten Figuren der EU, gewünscht, dass man nachdenkt, könnte es nicht etwas geben wie einen Binnenmarkt minus der vollen Freizügigkeit. Das ist ja das Problem, was etwa auch für die Schweiz das zentrale Problem mit der EU ist, die volle Freizügigkeit, die dann in der Psychologie der Wähler auch noch die Freizügigkeit, alle Afrikaner und der Asiaten dürfen kommen, was zwar nicht im EU-Vertrag steht, aber was halt viele Leute sehen. Und den zweiten Fehler sehe ich schon in den letzten Monaten, wie man den sogenannten Deal ausgemacht hat. Jetzt hat man eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich zu einem Hard Brexit kommt. Und die Hauptfrage war eindeutig die irisch-nordirische Grenze. Aber was ist bei einem Hard Brexit? Da ist dann hundertprozentig eine harte Außengrenze der EU. Also als ob die EU-Europäer, die gesagt haben, wir lassen die Iren nicht alleine, die Grenze muss offen bleiben und damit vielleicht auch ein bisschen Vorschub selbst geleistet hat, dass es zum Hard Brexit kommt, weil sie einfach der May zu wenig Spielraum gelassen hat. Das ist für mich schon ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Bei aller Kritik an den Briten und am Unterhaus und den Parteien, aber auch die EU müsste endlich in eine Phase ordentlicher Gewissenserforschung über diese beiden meiner Meinung nach gravierenden Fehler kommen. Ihr zweiter Punkt schaut auch ein bisschen anders aus. In Wahrheit ist die Frage der Grenze zwischen Ulster, also Nordirland und dem übrigen Irland, ein Problem, das mit dem Karfreitagsübereinkommen, Good Friday Agreement, auf eine beachtliche Weise gelöst wurde. Und das ist ein tiefer Konflikt, der in Wirklichkeit auch existiert, der eine tiefe Geschichte hier hat. Und die Gefahr ist sehr groß, und da sagen wir eine Reihe von irischen Freunden, dass das wieder aufbricht und dann die Leute irgendwie ihre Pistolen ausgraben und sonst irgendwas und der Konflikt beginnt wieder. Was da die EU hätte tun sollen, weiß ich nicht. Da darf die Frage eher gestellt werden, wie sehr haben zwei Demokratien, also auf der einen Seite die Iren und auf der anderen Seite das United Kingdom, verstanden, mit diesen Dingen umzugehen und sie auch weiter zu bewältigen. Hier ist offensichtlich ein Konflikt relativ leicht aufbrechbar, der eine gewisse Unsinnigkeit hat, wenn man sich die Größenordnungen anschaut, um die es hier geht. Also da kommen eher tiefer in der Geschichte liegenden Dinge heraus, die äußerst problematisch sind. Das Zweite ist, also da muss ich die EU in Schutz nehmen, sozusagen mit Austritten hat man ja nicht gerechnet. Es gab das längste Zeit überhaupt nicht in den Verträgen. Jetzt gibt es im Vertrag drin, jetzt ist es dringend, aber wie man das macht, hat keiner gewusst. Und das merkt man ja auch ganz deutlich. Das ist eine erste Erfahrung, die hier existiert, hat noch nie stattgefunden. Aber wir wollen sie ja dabei haben, da sind wir uns ja doch einig, die Briten. Ja, wenn sie nicht wollen, bin ich dabei, das ist eine Entscheidung. Ihnen entgegenkommen, dann, dass sie ja, ich habe lange genug versucht, also da muss man mal sagen, den Briten ist entgegengekommen worden durch Jahrzehnte. Maggie Thatcher mit Taschel, I want my money back und dergleichen mehr. Wenn Sie den Katalog der Bevorzugungen, die Großbritannien hier hat, den möchte ich mir wünschen für alle anderen, nur dann gibt es keine EU mehr. Abschließende Frage noch, wir haben ja auch im Mai EU-Wahlen. Was bedeutet denn dieses Brexit-Chaos für die EU-Wahlen? Schwächt das eher die Rechten? Nützt ihnen das vielleicht sogar? Das ist ganz schwer zu sagen, weil natürlich eins stimmt, dass mit diesem Ergebnis auf der einen Seite die anderen zusammenrücken ein bisschen, sodass auch die härtesten EU-Gegner jetzt plötzlich nichts mehr von einem Austritt hören wollen. Mhm. So, wenn Sie sich anschauen, die Aussagen etwa von hiesigen FPÖ-Politikern, aber auch von Salvini, auch von der AfD sogar, die am Parteitag die vergangene Woche einen kleinen Richtungsstreit, einen verbalen über das ausgehört. Plötzlich ist man vorsichtiger mit zu sagen, wir machen einfach einen Dexit oder einen Öxit. Ja? Weil das abschreckende Beispiel ist, welche wirtschaftlichen Folgen hat ein harter Brexit, vor allem für die Briten. Weniger für die Europäer, auch nicht gut für die Europäer, für die anderen Europäer, aber speziell für die Briten ist das eine Katastrophe und wird, ich weiß nicht, wie viele Milliarden derzeit die Schätzungen sind, volkswirtschaftlich Schaden bereiten. Wir machen eine kurze Pause, dann wechseln wir in die österreichische Innenpolitik. Und zwar geht es um den Streit um die Mindestsicherung bzw.
der neu aufgeflammte Streit zwischen der Stadt Wien auf der einen Seite bzw. der Wiener Stadtregierung und der Bundesregierung auf der anderen Seite. Kurze Pause, dann sind wir gleich zurück. Die Insider des Tages. Ja, willkommen zurück bei den Insidern. Über den Brexit haben wir schon gesprochen, jetzt wechseln wir nach Österreich. Großes politisches Thema der letzten Tage war die Mindestsicherung. Herr Unterberger, da ist der Bundeskanzler mit einem Saga aufgefallen letzte Woche. Er hat, verkürzt das jetzt ein bisschen, gesagt, es gibt immer mehr Menschen, vor allem in der Bundeshauptstadt in Wien, die in der Früh länger schlafen und wo nur noch die Kinder das Haus verlassen oder aufstehen, weil sie in die Schule gehen. Und da gab es daraufhin eine sehr heftige Reaktion der Wiener Stadtregierung, allen voran der Wiener SPÖ. Glauben Sie, hat der Bundeskanzler das mit Kalkül gemacht, diesen Saga, oder ist ihm das passiert? Also schaden wird es ihm jedenfalls nicht, ob er es wirklich mit Kalkül gemacht hat. Der Saga ist ja auch schon zweimal vom Herrn Czernohorsky und vom Herrn Kern mit sehr ähnlichen Worten gemacht worden. Also die Aufregung war natürlich eine Wahlkampfinszenierung der Wiener SPÖ, die das umgemünzt hat. Diese Kritik, dass durch eine zu großzügige Mindestsicherung Leute heute in der Früh im Bett bleiben, während nur die Kinder in die Schule gehen, dass das zu einem Angriff auf Wien umgemünzt worden ist. Und das war es ja verbal, weder sinnmäßig noch wörtlich, in keiner Weise. Aber das war ja nur der Streit, der heute Zeitungen und Parteisekretariate ein paar Tage beschäftigt hat. In der Sache geht es natürlich dabei um Wichtigeres, also darum, wie die Mindestsicherung in Zukunft ausschauen soll. Und das Zweite, was Kurz sagt, halte ich für viel spannender, dass es nämlich halt wirklich Familien gibt, wo einer voll arbeitet und die kriegen am Monatsende weniger netto als eine Mindestsicherungsfamilie mit ebenso vielen Kindern, etwa drei Kindern. Er hat ja dieses Beispiel sehr schön vorgerechnet und das versteht bis auf die SPÖ-Funktionäre fast niemand. Und damit, glaube ich, kann die Regierung durchaus gut punkten. Und wenn der dritte Punkt, wo immer gesagt wird, 43 Euro für ein Kind, ist natürlich propagandistisch, klingt es auch super, aber erstens gibt es ja noch die Familienbeihilfe dazu, was ja völlig unter den Tisch geworfen wird. Und mit Verlaub, ich habe auch drei Kinder. Ich habe keine 43 zusätzlich zu meinem Gehalt gekriegt, als das dritte Kind auf die Welt gekommen ist. Also mit welcher Begründung wird da jetzt die große Ungleichheitsdebatte geführt? Ich verstehe sie nicht. Jetzt gibt es Kritik, dass diese Mindestsicherungsreform oder diese Mindestsicherung neu nicht christlich-sozial ist und dass die Politik, die die ÖVP derzeit in der Bundesregierung betreibt, generell nicht christlich-sozial ist. Wie sehen Sie das? Ich bin begeistert, dass sozusagen Kategorien des Ideellen aus dem Bereich der Religion und in dem Fall Christentum hier überhaupt das Thema eingebracht wird. Das begrüße ich geradezu. Mich stört nur, wenn es sozusagen zum politischen Argument wird. Das ist nicht sehr ehrlich, denn das könnte man bei vielen Dingen sagen, die nicht christlich-sozial, bei wem auch immer sind oder die auch nicht sozialistisch oder solidarisch und so weiter sind. Das ist ein Versuch eines Argumentes, dass man hier versucht, quasi propagandistisch, aber ich halte das an sich nicht für sehr gescheit. Es wäre wirklich notwendig, die Sachfragen, die dahinter stehen, hier zu lösen. Aber Sie halten die Reform für fair, die neue Mindestsicherung? Ich halte die Reform für in die richtige Richtung gehen. Man muss sehen, wie es sich dann praktisch auswirkt. Denn alle Reformen bedürfen einer gewissen Wirklichkeitsüberprüfung. Und dann sieht man, trifft es oder trifft es nicht. Ich würde hier da nicht so schnell sein. Ich glaube, man sollte eher tiefer gehen. Und das fehlt mir in der Diskussion und fehlt mir auch bei der Opposition, zu bestimmten Fragen, also die höhere Arbeitslosigkeit, die in Wien existiert, 13%, wenn ich die Zahl richtig behalten habe, die hier existiert, dann die Frage früh aufstehen und so weiter, ist genügend gemacht worden, um hier Angebote zu haben? Oder gibt es wirklich Bereiche, wo Leute sagen, ich tue mir das gar nicht an, ich nehme lieber die Mindestsicherung, oder alles andere ist mir so mühselig und ich lebe von dem und passt schon.
Also da gibt es schon gewisse Sicherheiten. Wenn man umgeht, hört man dann auch immer wieder Fälle. Ich bin nicht in der Lage, die statistisch zu erhärten, aber irgendwas hat es da in die Richtung. Und da finde ich den Sager vom Bundeskanzler Kurz eigentlich ganz gut, weil es die Leute aufgeregt hat und etwa aufgeweckt hat. Man könnte fast sogar sagen, die SPÖ müsste ihm in Wirklichkeit ein Honorar dafür zahlen, dass irgendwie der SPÖ endlich einmal was zur Opposition einfällt. Das ist ja an sich bedauernswert. Die Frage ist das so, weil man hört eigentlich nur von der Wiener SPÖ was, von der Bundes-SPÖ kaum. Ja, erstens hat es gestern, glaube ich, auch die Rendi Wagner ziemlich klar Stellung bezogen. Ja, aber es ist natürlich eine Sache eher der Wiener SPÖ. Natürlich kann man das jetzt werten, wie man will, aber es ist sicherlich ein Mobilisierungsfaktor. Und in dem Fall überspitzt gesagt, ich habe das versucht zu twittern, kurze Eigenwerbung. Das Erste, was mir sofort eingefallen ist, dass Kurz Wahlhelfer für den Ludwig ist. Ja? Weil das ermöglicht der SPÖ die Mobilisierung, diese Wien, wir sind Wien-Mentalität. Und ich glaube, das war einer der wenigen, wenn nicht der einzige bis jetzt gröbere strategische Fehler von Kurz. Weil natürlich jetzt in Richtung nur auf die Wiener Wahl, das ist sonst bundespolitisch wahrscheinlich anders einzuschätzen, in Richtung auf die Wiener Wahl halte ich es für einen strategischen Fehler von ihm oder taktischen Fehler, wenn man so will. Das Zweite ist nur der historischen Korrektheit, ja? Weil Kollege Unterberger gesagt hat, der Kern hat es auch so gesagt, abgesehen davon, dass ich den Sager auch damals nicht sehr glücklich gehalten habe, es war was anderes. Kern hat gesagt, die SPÖ wird wahrgenommen als Partei, die das und das, diesen Eindruck ermöglicht und das müssen wir ändern. Das ist natürlich was anderes als dieser Sager, weil das nicht direkt Bezug nimmt. Das ist eine Eigenproblematik der SPÖ, ob das richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist ein etwas anderes, eine etwas andere Tonalität. Und das Dritte ist, ich meine, wegen der Kinder. Also, ich weiß nicht, die Caritas ist ja offensichtlich auf dem Tisch nicht sehr präsent, weil die wird jedes Mal aufzeigen, wie viele Kinder von Armut betroffen sind, wie groß der Anteil der Kinderarmut geworden ist in dem Land. Und da ist es dann schon also ein Unterschied, Entschuldige, Kollege Unterberger, ob du oder sie das dritte Kind zusätzlich alimentiert bekommen oder nicht. Weil also Kinderarmut, glaube ich, können wir bei uns alle nicht feststellen, bei unseren Nachkommen. Und das ist eine andere Situation als die, wie wirklich man dagegen wirkt, dass immer mehr Kinder arm aufwachsen, ja, und dann keine Chance haben mehr im Leben, weil man weiß ja, wer mal arm aufwächst, hat kaum Lebenschancen. Und das Allerletzte zu der Sache noch, also die von Ihnen geleitete Zeitung, die Presse, einst geleitete Zeitung. Ja? 11 Jahre, ja. Einst, ja. Man merkt es, die hat heute eine hervorragende ganze Seite auf der Wien-Seite gebracht, wo nachgewiesen wird, wo Kurz falsch liegt mit Zahlen, wo die Lage von Wien natürlich nicht zu vergleichen ist mit den anderen Bundesländern, weil das natürlich diese Sogwirkung hat und wo Wien in der Tendenz genauso wie die anderen sinkende Arbeitslosigkeit hat und sinkende Zahl der Mindestlohnbezieher. Bitte die eigene oder einst geleitete eigene Zeitung lesen, die hat das wunderbar in Statistiken heute aufgereiht. Lassen Sie, ich werde Ihnen ja auch News nicht verhalten, das knapp vor dem Türsperren steht, aber ja. Bleiben wir bei den Sachargumenten. Das ist kein Vorhalt, das ist ein Bezug auf das, ein positiver Bezug. Ich habe seit 14 Jahren dort nichts zu reden und das ist nicht einmal billig, das Argument. So ist diese Seite erklärbar. Ich bin 100%ig überzeugt und auch der Herr Pellinger wird in ein paar Tagen mit Sicherheit in Meinungsumfragen erstaunen sehen, dass auch in Wien dieser Satz von Sebastian Kurz populär ist. Aber warten wir ab, das werden wir sehen. Aber das Zentrale. Ist immer populär auf aber das Zentrale. Ja, weil die Leute, die in der Früh sehr wohl aufstehen, und das ist ja zum Glück noch immer auch in Wien die Mehrheit, wenig bis gar kein Verständnis haben. Aber Sie wissen, haben. Dass alle Propaganda, aber, auch in Zeiten von Dr. Bussek, alle Propaganda gegen Sozialschmarotzer, gegen Sozialstaat waren immer eine Zeit lang populär. Ich habe jetzt einmal nur versucht zu widerlegen, dass das vollkommen ein großer strategischer Fehler gewesen wäre. Das ist die Sozialschmarotzer-Propaganda. Will ich Ihnen vielleicht jetzt mal zwei ausländische Beispiele erzählen. Die Agenda 2010, wo auch alle Linken gesagt haben in Deutschland, das war der Motor für 10 Jahre blühendes Wirtschaftswachstum. Die Arbeitslosenzahlen sind von ca. 5 auf 3 Millionen
gesunken, wenn sie auch in Wien jetzt ein bisschen sinken. Ja, die Weltkonjunktur war noch ganz gut. Die 13%, die Busse gesagt hat, die stimmen. Und das ist das Wiener Problem. Nicht, dass es jetzt halt auch um ein paar Promille hinuntergegangen ist. Und wenn Sie mit Unternehmern reden, Dutzende kenne ich alleine persönlich, die von Wien weg nach Niederösterreich gegangen sind, weil sie die feindliche Haltung der Magistratsbeamten gegenüber jedem Unternehmer, kapitalistischer Ausbeuter, ist sozusagen der Unterton, nicht mehr aushalten. Oder schauen Sie jetzt in Italien die Mindestsicherung an, die gerade eingeführt worden ist, gegen viele Proteste, weil sie es wahrscheinlich nicht leisten können. Die ist erstens deutlich niedriger. Zweitens müssen die Leute spätestens das dritte AMS-Angebot annehmen, sonst sind sie ganz draußen. Drittens müssen sie Kurse besuchen und viertens müssen sie jede Woche 8 Stunden ihrer Gemeinde zur Verfügung stehen. Wenn das bei uns wäre, was dort ja die eher linke Cinque Stelle da durchgesetzt hat, also was da für eine Aufregung wäre, will ich jetzt gar nicht sagen. Und doch ist das dort also als sozialer Fortschritt bejubelt worden. Wenn wir dorthin gegangen wären, dann wäre das vielleicht eine wirklich schmerzhafte... Also erstens gibt es Auflagen beim AMS. Es gibt Auflagen, Angebote anzunehmen, sich zu stellen, Kursen zu gehen. Ob das dann durchexerziert wird, ist eine andere Frage. Ja. Aber so, dass das einfach jeder kriegt... Nicht für die Mindestsicherung, für AMS-Bezieher sind diese Auflagen. Zum Beispiel, ja. Kommen wir vielleicht noch einmal auch zu der Diskussion Wien gegen Bund. Ist das jetzt das neue politische Duell? Das rote Wien gegen die türkis-blaue, schwarz-blaue Bundesregierung? Das müssen wir umdrehen. Das ist natürlich vor dem Hintergrund der nahenden Wiener Wahlen. Da ist sicher die SPÖ aus guten Gründen auf der Suche nach einer möglichen Mobilisierung und das stärker zu haben. Das ist sozusagen einfach drin in der Situation, dass das hier kommt. Sie werden es nur bei X-Sachen erleben, ob es nun stimmt oder nicht hier in Wirklichkeit. Es gibt Leute, die sagen, es ist eine Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Mehrheit findet gegen die SPÖ in der Tradition. Ich glaube es nicht, das sage ich gleich, aber diese Dinge spielen hier eine Rolle. Da sind die Sachfragen nicht. Sie werden bei X-Geschichten jetzt erleben, das ist gegen Wien. Das ist natürlich etwas, was die SPÖ aufbauen muss, die hier existiert. Ich bin ja neugierig, was die Grünen auf dem Sektor machen werden und wollen. Ob sie allein sozusagen mit dieser Wien-Behauptung dann die Grünen im restlichen Bundesgebiet zurück in die Politik führen, da bin ich in Wirklichkeit neugierig. Ich würde das nicht allzu ernst nehmen. Ich bin dafür, dass man eher Sachfragen diskutiert. Mit der Frage, die sind gegen Wien allein, ist auch der Wahlerfolg für die SPÖ in Wien nicht erzielbar. Aber es ist auch der Wahlerfolg nicht erzielbar für die FPÖ oder ÖVP, nur zu sagen, das sind alles was Förderungsprogramm tschetschenischer Mehrheitsfamilien, wobei auch in der Presse heute nachzulesen ist, was für ein Unsinn das ist mit den 30.000 tschetschenischen Mindestsicherungsbezieher, wo überhaupt nur 4.000 oder 3.000 in Wien leben, geschweige denn alle die Mindestsicherung beziehen. Also das ist ein völliger, das muss man doch anerkennen. Die noch die russische Staatsbürgerschaft haben. Tschetschenien hat schon in den 90er Jahren begonnen, das sind viele Österreicher inzwischen. Naja gut, aber jetzt wollen wir doch nicht vorwerfen, jemand, der die Staatsbürgerschaft hat, die sind doch schon Österreicher, oder? Oder fangen wir jetzt der an wieder? Der Migrationshintergrund ist durchaus in vielen Fragen ein relevanter Aspekt. Aber eins noch. Warum, wenn wir wirklich weg von der Parteipolitik kommen, warum wird nicht anerkannt, dass all jene freiwilligen Organisationen, die über Jahre lang, wo sich der Staat und die Stadt alle Finger abschlecken können, dass die achten, dass nicht das soziale Netz völlig zu Lasten auch nur mit der öffentlichen Mittel geht, die da mitarbeiten, zehntausende Leute, die ganze Caritas, das ganze Rote Kreuz, sonstige Filmationen sagen, das ist ein Angriff auf das soziale Netz, auf die unterste Ebene des sozialen Netzes. Das kann man da mal unabhängig von der Parteipolitik, muss man das da problematisieren. Und die werden durchwegs negative Stellungnahmen zu diesem Entwurf. Caritas muss man schon halt auch festhalten, zu 90% lebt sie von Steuergeldern und nicht von dem großen freiwilligen Image. Aber in einem Punkt möchte ich... Das sind normale Unterbringungskosten. Ne? Der Staat muss da froh sein. In einem Punkt möchte ich dem Herrn Bellinger recht geben, die Chancen für ÖVP und FPÖ in Wien sind
nicht so toll, weil beide haben keine überzeugenden Spitzenkandidaten. Und da ist der Herr Ludwig, der sich in aller Breite, hätte ich fast doppeldeutig gesagt, da jetzt so als nice guy zu etablieren versucht, durchaus in einer komfortablen Position. Wie sieht das mit einem Spitzenkandidaten, hat sich Strache erinnern? Hätte der eine Chance? Auch nicht, nein. Er kann nicht gleichzeitig Vizekanzler und Spitzenkandidat sein. Also hat der Kärntner Landeshauptmann schon mal vorgemacht, oder? Ja. Aber er ist ja auch nicht dann in die Regierung gegangen, nicht? Ja. Das ist war aber auch also in Wien schon festzuhalten. Es ist jedenfalls, und von Kärnten im Bund kandidieren ist leichter als vom Bund als Vize oder Bundeskanzler in einem Bundesland zu kandidieren. Und da sehe ich die beiden Bundesregierungsparteien also in einer absolut suboptimalen Aufstellung unterwegs. Blümel könnte doch die ÖVP, er nutzt ja jetzt recht geschickt auch das zusätzliche öffentliche Amt, das er hat, wieder in Richtung Bussekhöhen führen. Also gar so, zwar zu Kosten der FPÖ, und das ist dann vielleicht ein Problem. Also da ich dem Gernot Blümel bei aller Wertschätzung auch gesagt habe, auf die Dauer wird er sicher Schwierigkeiten haben, in der Bundesregierung zu sein und so weiter. Ich habe ihm daher nahegelegt, also entweder sucht er jemanden oder er widmet sich dem zur Gänze, und es wird auch sicher in diese Richtung gehen. Weil das sind Sie tippen darauf, dass er sich auf ihn konzentriert? Unterschiedliche, das weiß ich nicht, das muss er entscheiden. Das sind unterschiedliche Thematiken. Ne? Im Moment, und leider verfolgen wir da jetzt in der Diskussion auch in dieser Richtung, ist es sozusagen Kaffeesudtätere, wie sich die Dinge in Wien selber entwickeln. Da fließt noch einiges Wasser die Donau hinauf, obwohl es gar nicht mehr so lang ist, aber da gibt es eine Reihe von noch anderen Dingen, die eine Rolle spielen. Ich würde immer eher dafür plädieren, dass man bei bestimmten Phänomenen zu den Ursachen geht, um auch die Ursachen zu beseitigen. Es ist der Begriff der Armut hier gefallen. Ich glaube, die Diskussion geht uns einmal gut, wann ist jemand wirklich arm? Das ist nicht ganz geklärt. Das ist sozusagen eine statistische Größe, die hier existiert. Die Frage, was brauche ich aber wirklich für das Leben, was ist sozusagen die Mindesterfordernis, das gehört mit Sicherheit ein bisschen auch noch näher bestimmt. Ich würde sagen, wir würden bei der Generation, die nach dem Krieg tätig war, auf viel Unverständnis stoßen hinsichtlich der Forderungen, was heute schon alles erforderlich ist. Also da geht es also öfters auch mit mehr Bescheidenheit. Das ist nicht sehr populär, das muss ich gleich sagen, aber wahrscheinlich täte uns das in einigen Dingen sehr gut. Wir machen noch einmal eine Pause und dann sprechen wir über das zweite große politische Thema der letzten Tage, Regierungsklausur und die Steuerreform, die dort präsentiert wurde. Da gibt es jetzt einige Stimmen, die sagen, das ist nicht der große Wurf oder nicht so ein großer Wurf, wie im Wahlkampf angekündigt wurde. Wie groß die Steuerreform wirklich ist und was sie bringt, darüber sprechen wir gleich. Kurze Pause. Die Insider des Tages. So, wir sind zurück aus der Werbung, wir haben in der Pause ein bisschen weiter diskutiert über Wien, aber jetzt geht es wieder zurück in die Bundespolitik, und zwar Regierungsklausur letzte Woche. Die Steuerreform wurde präsentiert, 4,5 Milliarden Volumen. Das ist weniger als zuletzt genannt wurde, es werden mehr als 5 Milliarden. Im Wahlkampf ist sogar von über 10 Milliarden die Rede gewesen. Ist das jetzt wirklich dieser große Wurf, diese 4,5 Milliarden? Nein, das ist er ganz sicher nicht. Das Positive ist, dass nur über Steuerreduktionen geredet wird. Zwischenfrage, gibt es bei einer Steuerreform einen großen Wurf, nur wenn man die Steuern anschafft? Ne? Und das Zweite, also was ich das Positive daran sehe, ist, dass ernsthaft, wenn auch immer mit gewissen Rückfallformulierungen, das Nulldefizit im Ankündigungspaket drinnen ist. Das war bei den bisherigen großen oder nicht so großen, mittelgroßen, nicht einmal verbal der Fall. Es gibt ein paar Kleinigkeiten am Rande, die leider untergegangen sind, so zum Beispiel die Diskriminierung von Online-Medien gegenüber Papiermedien. Die Mehrwertsteuer von 20% auf 10% war jahrelang
eine massive Diskriminierung. Das ist schon sehr positiv, aber das Negative ist für mich... Das ist aber jetzt eine Werbeeinschaltung. Ja, aber ich glaube, wenn man Tag und Nacht, wie nicht nur die Regierung, auch die Opposition von Digitalisierung redet, können wir doch nicht ernsthaft das Wort nur in den Mund nehmen, wenn wir sie steuerlich diskriminieren bis zum heutigen Tag. Aber ich gebe zu, es ist für ein Online-Medium auch eine Aussage im Eigeninteresse. Aber man darf mal ja ganz offen Seinen sagen. Die große Kritik ist natürlich, dass überhaupt nicht das zentrale Thema, ohne dass gar nichts zu bewegen sein wird. Man hat weiterhin nicht über das Pensionsthema geredet. Das ist seit 10 Jahren. Schüssel hat ein, zwei Dinge immerhin durchgebracht und seither ist es völlig weg vom Tisch. Und wenn man das nicht angreift, kriegt man weder, ich glaube, nicht einmal die stille Progression, die an sich natürlich uns sehr freuen würde, wirklich über den Tisch noch irgendetwas anderes. Also das ist in meinen Augen das wirklich große Manko. Und das Zweite, auch wenn es nicht mich trifft, ist die Ankündigung einer Digitalsteuer, wo man glaubt, man kann jetzt bei Google und Amazon und Facebook die große Kasse machen. Die lachen nur. Weil wissen Sie, was passieren wird? Die werden alles von den österreichischen, entweder Werbetreibenden oder Konsumenten, die dort sind, die sind Monopolisten, weil Europa bisher nicht imstande war, in einem dieser Spezialgebiete, wo die so erfolgreich unterwegs sind, was zu machen. Und ein Monopolist setzt auch, und das ist erste Klasse Nationalökonomie, die Preise fest. Also die 200 Millionen oder wie viel es auch immer sein wird, werden am Schluss vom österreichischen Konsumenten oder Werbetreibenden bezahlt werden. Das ist ein reiner Schmäh und mir tut es einfach weh, wenn man so klare Zusammenhänge nicht durchschaut. Wie gut oder schlecht ist denn diese Steuerreform? Also ich möchte zuerst einmal beginnen, weil das ist relativ selten, ich stimme dem Kollegen Unterberger vor allem in diesem letzten Punkt völlig zu, diese Digitalsteuer, was da ist, das ist nicht nur vom Umfang her, sondern auch von der Auswirkung lächerlich und ein reines Propagandainstrument. Entweder funktioniert das europäisch oder noch besser global und das wird noch lange dauern und das kann nicht national in einem Umfang gemacht werden, dass es wirklich effektiv wird. Das Zweite ist, es ist halt eine... Im Wesentlichen besteht diese sogenannte, ist keine Steuerreform, es ist eine Ankündigung von einzelnen Steuersenkungsmaßnahmen, von verschiedenen Einzelmaßnahmen, aber eine Strukturreform ist das natürlich in keiner Weise, vor allem deswegen nicht, weil der entscheidende Punkt ist, alle reden jetzt, das ist gut, weil es ohne Gegenfinanzierung stattfindet. Das heißt, der Steuerzahler muss nicht was zahlen, damit ihm was geschenkt wird, aber das stimmt nicht. Weil solange es die kalte Progression gibt, wie auch bei früheren sogenannten Steuerreformen, finanziert der Steuerzahler das selbst indirekt durch die kalte Progression. Zumindest in großem Ausmaß gibt es jetzt Rechnungen, habe ich gesehen, die das ziemlich genau belegen. Und das Dritte ist nur ein historisches Erinnerungsargument nur. Na, wir haben schon einmal eine größte Steuerreform gehabt, die das Nulldefizit lauthals rausgebracht hat. Und was aus dieser Steuerreform und vor allem aus der Regierung, die mit dem in den Krieg gezogen ist, nämlich Schwarz-Blau-Eins geworden ist, wissen wir auch, was mit dem Finanzminister geworden ist. Ja, eine der erfolgreichsten Regierungen nur, damit ihr Unterton zurecht gerückt wird. Sie wissen schon, dass die größte Steuerreform nicht unbedingt das ist auch damals nicht war. Das ist nicht einmal 1,50 Schilling wert, das ist völlig klar. Herr Busek, sind Sie enttäuscht von der Steuerreform? Ich gestatte mir durch längere Regierungszugehörigkeit und zur Politik, skeptisch überhaupt zu sein. Bei jeder Steuerreform. Weil die muss zwangsweise angekündigt werden, dass sie die größte ist und aller Zeiten und dergleichen mehr. Das gehört einfach zum Handwerk der PR-Leute, die da hier rundherum sind. Ich halte für viel interessanter, in welche Richtung sie geht. Ich möchte teile die Beurteilung der Digitalsteuer der beiden Herren völlig. Ich möchte nur eines anerkennen. Das ist ja so oft gesagt worden und dann ist auch immer gesagt worden, ja, dann führen wir es ein, aber es hat es keiner eingeführt. Also die Österreicher fangen einmal damit an. Vielleicht hat das eine gewisse Wirkung. Ich würde es nicht überschätzen, aber eigentlich ist es recht tapfer, das einmal zu probieren.
auch mit der Chance, dass man sich blamiert. Das ist hier auch drinnen. Das ist der eine Punkt, der sehr richtig zu sagen ist. Und das Zweite ist, ich bin also bei der Abschaffung der kalten Progression auch ungeheuer skeptisch, ob das je funktioniert. Unsere Steuersysteme haben es an sich natürlich immer davon zu leben, dass Inflation stattfindet und ähnliches mehr. Es ist noch keinem Land geglückt, die kalte Progression abzuschaffen. Ich warte immer auf die brüllenden internationalen Beispiele, die es hier gibt. Die gibt es nicht. Sondern das ist einfach ein Ergebnis sozusagen vom Markt und Geld, das hier in Wirklichkeit passiert. Es sei denn, man macht ein System, wo dann permanente Änderung der Steuer stattfindet. Ja, Indexierung. Also Indexieren, nur, meine Herren, das müsst ihr euch administrativ überlegen, was das heißt. Für eine gewisse Zeit Steuersätze festzulegen, dass sie kalkulierbar sind, ist gut. Wenn sie quasi jedes Jahr warten müssen, bis der Faktor gesagt wird, um das alles steigt, nur ich wünsche der Administration viel Vergnügen. Ich glaube, ich halte diese Diskussion bis zu einem gewissen Grad für eine Chimäre. Also, da widerspreche ich doch. Das muss man natürlich nicht fürs rückwirkend machen, sondern fürs nächste oder übernächste Jahr, dass man kalkulieren kann. Aber das ist machbar, wenn die Inflation, was ich, 5% in den letzten 2 Jahren beträgt, dann wird es übernächste Jahr automatisch all diese Stufen, die es im System gibt, halt angehoben. Aber ich möchte zwei Dinge sagen. Ein kleiner Zwischenruf, wir haben bei den Pensionen diesen Anpassungsfaktor. Mhm. Ja, aber der wird ja immer politisch ausgehebelt. Na, was wird dann sein bei der Geschichte? Maybe. Das wird genauso sein. Maybe. Bitte, Sie haben das beste Argument kritischer Art hier geliefert. Aber in zwei Punkten, wo ich wahrscheinlich mit beiden Herren nicht übereinstimme, auch bei einer EU-weiten Einführung einer Digitalsteuer bin ich nicht dafür, weil die Argumente, dass auch dann Google, Amazon und Apple sich wie ein Bär im Wasser abschütteln werden. Ich frage aber doch nur, solange es diese absurden Steuerlöcher gibt, dass das hin und her geschoben werden kann. Also wenn man im Idealtyp ist. Die Produktionsstätte sind im Silicon Valley und nicht in Wien oder Brüssel. Und damit, wenn wir auf... Aber derzeit sind doch die Vorteile, die die generieren, weil sie hin und her schieben zwischen Cayman Islands, Bahamas und sonst was. Ja, aber das trifft den amerikanischen Finanzminister, der auch vehement versucht, ihnen da auf die Finger zu schauen, weil produziert wird. Ja. In Amerika, aber vielleicht dazu noch ein Aspekt, abgesehen davon, dass sie sich zurückholen werden. Wissen Sie, wer in Amerika Präsident ist und was der jetzt Europa gegenüber in Sachen Zöllen gemacht hat? Glauben Sie, der wird, wenn es funktionieren sollte, was ich bezweifle, dass da wirklich die EU-27 sich Milliarden von diesen Silicon Valley-Giganten holen, wieder zuschauen und sagen, oh je, schade, der wird 100%... Wobei er nicht der größte Freund der Silicon Valley-Giganten ist, muss man auch sagen. Ja, aber da entgehen ihm ja Steuereinnahmen. Und die Steuereinnahmen auch von Firmen, die ihn nicht unterstützt haben, tun ihm weh, wenn die in Europa bleiben sollten. Der wird natürlich mit massiven Retorsionsmaßnahmen auffahren, noch schlimmeren, als er sie jetzt schon in Gang gesetzt oder angedroht hat. Und das Zweite ist, fallen Sie nicht in Ohnmacht, ich glaube, bei einer Steuerreform müsste man auch bei den Spitzensteuersätzen ansetzen, wo es natürlich eine SPÖ, eine Regierung mit SPÖ-Beteiligung nie angedacht hat, aber auch die jetzige nicht tut. Warum? Ich meine, ich bin auch kein Millionär, Millionenverdiener, aber jeder ausländische Investor schaut sich an, wie sind denn die Steuersätze für mich selbst, wenn ich als Geschäftsführer einer Europaniederlassung hingehe, Österreich, 50, ja, 55%. Und dann schaut er in der Landkarte ein paar Kilometer weiter, dort findet er Flat Tax mit 17-19%. Jetzt ist die Heimhörerfrage, in welchem Land wird der Bursche seine Investitionen ansiedeln? Das wird für die Zukunft ein Riesenstrukturproblem für dieses Land. Ich weiß, ich werde jetzt auf Widerspruch stoßen, weil es sind immer nur die kleinen... Entschuldigung. Da haben Sie völlig recht, das ist bitte völlig klar. Nur also sehr couragiert ist die Mediendiskussion in die Richtung auch nicht. Nein, ja. Da haben Sie es nicht durchgesetzt.
Na, ich habe bei den Medien nichts zu sagen. Abschließend noch Peter Wellinger. Ich glaube nur, dass kein Investor ausschließlich die Entscheidung, wo er investiert, abhängig macht, wie er selber individuell für einen Steuersatz unterliegt. Und so große Unterschiede gibt es vielleicht zur Slowakei, aber gibt es schon zu Deutschland zum Beispiel in dieser Form nicht. Und ob der jetzt 3% mehr oder weniger individuell zahlt, das ist sicherlich nicht entscheidend für ein Investment. Körperschaftssteuer spielt eine große Rolle. Unterschätzen Sie das nicht für Firmenniederlassungen? Körperschaftssteuer, ja. Aber wir haben jetzt geredet über den individuellen Steuersatz. Gut. Meine Herren, danke für die Diskussion. Wir sind schon am Ende angelangt, machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit den aktuellen Nachrichten des Tages.